ist das für ein teuflischer Gestank? Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus und mit einem beseitigten Bug. Ich habe das Ding jetzt einfach wieder entfernt, was wir installiert haben, Bugfix installiert und ja. Wir sehen, Virgil greift mich nicht an. Willkommen zurück. Es sind noch Verbesserungen nötig, aber ich glaube, mein Serum war ein voller Erfolg. Meinst du? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin froh, dass du wieder ein Mensch bist. Ich auch. Obwohl ich noch unglaublich viel Arbeit vor mir habe. Es wird Jahre, vielleicht Jahrzehnte dauern, meine Formel entsprechend anzupassen. Trotzdem gilt dir mein Dank. Du kannst gerne das Labor benutzen oder was von diesem Schrott nehmen, wenn du möchtest. Nein, darf ich nicht. Ich muss noch einige Experimente durchführen. Entschuldige mich. Oh, was ist denn das? Achso. Yeah, Baby. Oh, der Ventilator. Ich schütze und diene. Weißt du, was du machen wirst? Du wirst mir dienen. Einheit abschalten, Selbstzerstörung einleiten, Befehl. Anstacheln? Befehl. Aha. Ist das cool? Okay, Befehl, was? Einfügen 100%. Anfrage gesendet, manueller Steuer aktiv, ja, schön. Anstacheln. Anfrage gesendet, Warnung. Kampfeinschränkung 0%. Nicht identifizieren, bleiben. Oh. Verstehe. Oh, was hast du denn für eine geile Waffe? Lage normal. Oh. Ich glaube, ich werde es herausfinden. Ordnung sind wiederhergestellt. Was ist mit deiner Waffe? Virgils Gewehr. Dann nochmal, ja. Wo sagt 50% mehr Schaden gegen Supermutanten. Nice. Okay. Ich muss da irgendwie anders rankommen, ne? Irgendwie muss ich da anders rankommen, Leute. Ich will ihn nicht töten. Das wäre nicht schön. Aber wir wissen schon mal, wie das Hacking funktioniert. Virgil? Hm? Brauchst du irgendwas? Virgil? Fühl dich wie zu Hause. Ist nichts Besonderes. Oh. Ich schütze. Okay, er hat also eine legendäre Waffe, die ich gerne haben möchte. Nicht um sie zu benutzen, sondern als Sammlerwert. Sammlerwert, ja, Sammlerwert. So. Vielleicht eines Tages, mal gucken. Und ansonsten bringe ich ihn um, weil er mir keine Quest mehr gibt. Das ist das Einzige, worüber ich mir Sorgen mache, dass er mir noch eine Quest geben könnte. Naja, Erstatter des Mona-Bericht machen wir als nächstes. Aber wir holen erstmal unsere Power-Rüstung. Ich habe sie jetzt extra zurückgelassen. Das heißt, wir sind jetzt momentan nicht in unserer Power-Rüstung. Aufgrund des Bugs. So, und ich habe die Karte noch nicht gefixt. Habe ich vergessen. Ich habe es aber vergessen, Leute. Ich war gerade unterwegs bei Nexus Mod und da hätte ich es machen können, aber ich habe es vergessen. Oh, das war schon mal kacke. Ich werde mein Zuhause suchen, weißt du? Sanctuary, wo bist du? Da. Wir brauchen Betten übrigens. Wir haben zu wenig Betten, aber weißt du was? Das machen wir morgen ganz in Ruhe im Stream. Ganz easy. Und dann werden wir nämlich unsere Burg weiterbauen. Was es wird, und lasst euch überraschen. Es wird was ganz Feines geben, Leute. Was ganz Feines. Oh, es regnet. Ich kann mal versuchen, den Regen anzupassen, ne? Ich habe gesehen, dass ich in den Einstellungen bei Audio Sturm habe. Ups. Ja, wirkt ein bisschen leiser, ne? Gut. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Das war meine Rüstung. Wahr. Die Betonung liegt auf wahr. Was ist denn los? Wieso werden meine Rüstungen hier zurückgesetzt?
Nö, Leute, nö. Nö. Morgen laufen wir wieder mit Rüstung durch die Gegend, weil ich werde sie mir einfach erschießen. Mal wieder. So ein Bullshit! Ganz ehrlich! Nein! Was zum Teufel macht das? Könnten das die Farben sein? Sind das die Farben, die ich installiert habe? Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall kurz vorm Sterben. Hier drin regnet es wenigstens nicht. Na, die Radioaktivität geht zwar ein bisschen runter. Ist das hier stockduster? Doch Licht. Toll. Und ich kann auch nicht schnell reisen, ne? Doch, kann ich. Was für ein Bullshit. Das ist meine Rüstung schon wieder verschwunden. Warum? Warum, Leute? Warum? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Und dann verschwindet die Rüstung. Ah. Okay. Folgender Plan. Als nächstes werde ich die Farben deinstallieren, die ich so sehr mag. Ich werde die Farben deinstallieren und gucken, ob es daran liegt. Oh, ich bin Zombie. Hoppala. Desdemona hat einen Einsatz für dich. Wir haben einen Notfall. Glory hat einen Runner in der Nähe des Unterschlupfs Dayton gesehen. Normalerweise würden wir beim ersten Anzeichen eines Runners sofort untertauchen. Wir verstecken uns gut und so lange, bis keine Gefahr mehr besteht. Aber wir dürfen deine Infiltration des Instituts nicht abbrechen. Also bleiben wir. Okay, weiter. Red weiter. Und es wird noch schlimmer. Im Unterschlupf Ticonderoga ist das Licht ausgegangen. Schau da mal vorbei. Hoffentlich gibt's da keine Probleme. Solltest du jedoch auf einen Runner stoßen, töte ihn. Solange es keine Überlebenden gibt, bleibt deine Tarnung intakt. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich darum. Dann mal an die Arbeit. Such dir dein Team aus, Glory. Könnte den Doc brauchen. Mr. Smiley ebenfalls. In Ordnung. Hol dir von Tüftel Tom, was du brauchst. Was ich brauche? Alles? Die Jagd ist noch nicht eröffnet. Vorerst. Aber nimm dir, was du brauchst. Oh, das werde ich. Leute, es kann sein, dass wir kurzfristig evakuieren müssen. Bleibt in Alarmbereitschaft. Okay. Ich hatte vor Dayton einen Schusswechsel mit einem Runner. Sei vorsichtig. Der Desdemona. Du hast Randolph mittlerweile so viel geholfen, dass ich dachte, die hätten ihre Sünden mittlerweile weggeschafft. Das Problem liegt auf deren Seite. Deine Arbeit war wie immer vorbildhaft. Dankeschön, Dankeschön. Ich weiß, ich bin der Beste, Alter. Gib mir Zahlung. Werde ich hierfür bezahlt? Aber sicher. Yeah. Ich muss es Mr. Timms wissen. Er muss langsam anfangen, Sünds weiterzuschicken. Und mit den Ausreden aufhören. Sehr nice. Maximal was? Na, Palmer, was zum Teufel? Was hast du mir da gegeben? Ach so, okay. Scheiße wie immer, ne? Und was ist hier los? Schutz? Betten? Oh, warum müsst ihr euch von alleine so vergrößern? Eines Tages werden wir uns darum kümmern. Wir werden einfach... Wir machen das einfach so. Pro Stream machen wir... Ein Außenposten, soweit klar, dass er selbstständig ist. Hier zum Beispiel Schutz, da packen wir einfach zwei Geschütztürme hin und dann freuen wir uns einen Keks. Ist ja gut, dass es abgeschlossen ist, dann weg damit. Geht doch, danke. Und das war's, wir machen jetzt nicht alles auf einmal. Das letzte Mal haben wir eine Stunde dran gehangen, alles auf einmal zu reparieren. Und dann war der ganze Stream für den Arsch. Naja, wir gehen auf Aufgaben, so. Operation... Tikon, der hast du nicht gesehen. Okay. Irgendwas mit Radio. Gefällt mir nicht. Und dafür müssen wir... Da waren wir schon mal? War das nicht dieser Wolkenkratzer? Ich glaube, das war der Wolkenkratzer, ne? Ich bin mir doch nicht so ganz sicher. Aber wenn ich da schon mal war, ist es entweder ein Ort gewesen, den ich zufällig gefunden habe, oder der Wolkenkratzer. Gute, mehr Möglichkeiten gibt's nicht. Ich verstehe schon. Ja. Was soll's. Er ist der Wolkenkratzer. Ja gut, Wolkenkratzer ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ah, dann treffen wir unseren Freund wieder, ne? Jetzt komm ran da. Geht doch. Alter, Kate, das war gruselig.
Das Licht geht aus und sie ist weg. Oh mein Gott. Kate ist in Wahrheit gestorben. Sie wurde nicht geheilt. Deswegen geht's ihr so gut. Eindringling erkannt. Hier ist Zutritt verboten. Ihre Ankunft wurde in der Missionsbesprechung nicht erwähnt. Diese Unregelmäßigkeit wird Justin Ayo gemeldet. Du weißt, wer ich bin. Also raus damit. Was tust du hier? Unseren Informationen zufolge ist das hier eine Railroad-Basis. Gelände eingenommen. Sämtliche Feinde eliminiert. Überwachung wird aktuell fortgesetzt. Alter, was hast du bitte sehr für Ohren? Wo willst du damit hinfliegen? Was zum Teufel? Das SEB schickt mich, um nach den Rechten zu sehen, meine Hilfe anzubieten. Das SEB schickt mich, um nach dem Rechten zu sehen und meine Hilfe anzubieten. Mission wird planmäßig fortgesetzt. Hinterhalt auf Railroad-Ziele steht. Sämtliche Synths in deren Besitz werden zurückgeholt. Ja, ja, ja. Wir starren uns gegenseitig an. Der Railroad so schick gehen sind, Sie über die Treppe hinaus. Der Aufzug wurde von der zweiten Einheit deaktiviert. Gehen Sie über die Treppe hinaus. Der Aufzug wurde von der zweiten Einheit deaktiviert. Glaubt, der ist kaputt. Ich muss ihn beseitigen. Achso. Ich dachte, wir sitzen da. Wieso habe ich jetzt noch eine zweite Aufgabe? Gibt es hier zwei Runner? Ich habe keine Ahnung. Ich mach den einen hier erstmal kaputt. Nee, Freunde. Hör auf mich anzugucken. Das ist nicht der Plan. Über die Treppe hinaus. Halt die Fresse. Der Aufzug wurde von der zweiten Einheit deaktiviert. Schaltet Kontakt den festgestellt. Strom ab. Möglicherweise. Du wirst doch einem Mädchen nicht wehtun, oder? Mädchen? Na, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ach. Alter, ich treff den Typen nicht. Okay, okay. Vielleicht war das nicht so schlau, eine langsame Waffe zu nehmen. Es war allgemein nicht schlau. Ach Mann, wieso hat er mich gesehen? Und wieso kann ich hätte ich meine Powerrüstung gehabt, Leute? Das wäre alles kein Problem gewesen. Aber nein, Powerrüstung, setz dich mal lieber zurück. Kann ich dich nicht abschalten? Du bist doch ein Roboter, oder? Death Boy ist im Berg, Fusionszelle. Statusmeldung. Alle Funktionen normal. Hör auf mit herzulaufen. Oh, du dicker Fatman. Hier wirst du mir bestimmt nicht hinfolgen, oder? Tut's einfach. Hey, lauf mir hinterher. Lauf in meine Falle, Bro. Lauf in meine Falle. So. Wie machen wir das jetzt mit ihm? Gehen Sie über die Treppe hinaus. Der Aufzug wurde von der zweiten Einheit deaktiviert. Schaltet den Strom. Nee, das war falsch. Jetzt. War schön, mit dir den Boden aufzuwischen. So. Genau das liebe ich an diesem Job. Nicht mit mir, Jungs. Nicht mit mir hier. Da ist ja ein Dritter. Ich hab keine Munition mehr, warte. Oh Gott, hier ist ja alles voll! Okay. Scheiße, kann ich gar nicht, ne? Ich wollte zuerst jetzt durch die Gegend schleichen und alles töten. Außer den Typen, aber der läuft mir hinterher. Bleib hier einfach hier sitzen. Und klau die Vase. Oh! Sag mal, hast du mich schlecht geschissen oder was? Ich bin fast tot. Ich glaube, eine reicht, ne? Wir haben ja jetzt die Verbesserung des Impacts. Da reicht bestimmt einer. Stehst du wieder auf oder? Nee, das ist derselbe. Kate, ich habe keinen Bock, dich wieder zu beleben. Ganz ehrlich, du kostest mich viel zu viel. Ich werde, wenn möglich, den verursachten Schmerz minimieren. So, das ist zu dir. Wo führt mich die andere Quest hin? Ich weiß es echt nicht. Was zum...
Greift mich echt dieses Geschütz an? Wieso ist das gegen mich? Das hat doch bestimmt die Railroad installiert. So, wo ist der Letzte? Oder die Letzten? Meins. Du magst altes Zeug, richtig? Verstehe ich nicht. Die Zeit ist doch schon längst vorbei. Zielsensoren voll betriebsfähig. Huh? Achso. Alles richtig, alles richtig. Soll da hinten hin irgendwie? Ist doch noch einer, oder? Muss noch einer sein. Hab die Quest doch noch gar nicht abge... Töte alle Runner. Töte alle Runner. Ach, es gibt mehrere. Ist durch ein Terminal gesperrt. Dann mach ich's halt auf. So. Easy going. Das heißt, irgendwo muss hier noch ein zweiter rumlungern. Und diese Waffe wollten wir noch verbessern. Stimmt. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, erinnere ich mich daran. Aber dann ist es zu spät. Warte. Ich werde heute übrigens nicht so lange machen. Wir werden ca. 25 Minuten machen. Einfach nur, weil ich heute spät dran bin. Dank der Deutschen Bahn übrigens. Vielen Dank an euch, dass euer Zug ausgefallen ist. Wenigstens war der Support nett. Er hat mir einen traurigen Smiley geschrieben, als ich gesagt habe, dass der Zug ausgefallen ist. Ich sollte einfach, weil meine Monatskarte abgelaufen ist, auf die Monatskarte einen traurigen Smiley schreiben und... Ziel erfasst. Und einfach die Rechnung markieren. Vielleicht lösen sich dann auch ihre Probleme. Wer weiß. So. Ich ziehe mir jedes Mal zwei rein. Obwohl, das hat genau gereicht. Okay, zwei brauche ich auch noch. Nur wenigstens sie kann ihn sehen. Ist das ein Witz? Das muss ein Witz sein. Obere Extremität beschädigt. Ja, zu schade, dass ich dich sehen kann. Depp. Riecht auch voll, dass er sich unsichtbar macht, ne? Und wieso ist er in... Blutzersprung. Keine Ahnung, was das gerade war. Wieso ist der weggelaufen? Ich werde mir mit dir den Dreck von meinen Stiefeln wischen. Willst du mich... Hä? Was ist denn da los? War da eine Glasscheibe oder so? Glaub ich nicht. Zum Teufel, nein. Du gehst nirgendwo hin. Nice. Wo ist der Letzte? Von einem Mädchen in den Arsch getreten zu werden. So. Hier haben wir erledigt. Hier ist irgendwo zersprungen, ne? Oh, ich hab's im Kopf getroffen. Nice. Ich hab sie noch nie so todes. So. Ich dachte, ein Runner besteht aus mechanischen Teilen, wie zum Beispiel, hier, wie hieß der nochmal? Valentine. Nick. Okay, was für eine Scheiße. Ist auch mechanisch. Wenn sie wieder... Ist da jemand anwesend? What? Ach so. Lass den armen Kleinen in Ruhe, der kann sich nicht wehren. Er ist weggelaufen und versteckt sich. Guck ihn dir an. Ja. Er ist ein Freund. Scheiße. Ich komme gerade erst in Fahrt. Ich hoffe, er kann schwimmen. Ah, da ist er doch. Nein, ich wollte nicht runter. Toll, jetzt hänge ich hier. Alter, jetzt lass mich hier raus. Nein, ich bin in der Falle. Dreck. Ich spring doch. Ach so. Okay. Jetzt habe ich es geschafft. Alter. Okay, zurück. Was ein Stress. Oh, so, gehen wir mal unter Wasser zur Railroad. Keine Sorge, da ist sie eigentlich nicht. Die Karte ist nur ein bisschen verschoben, bisschen verkleinert worden. Das muss ich noch fixen.
Sprich mit Tom. Er sagt dir, wie du mit dem Patrioten Kontakt aufnimmst. Unterschlupf Randolph hat einen weiteren... Ticonderoga wurde von Runnern ausgelöscht. Keine Überlebenden. Alle Mann verloren? Verdammt nochmal. Das wollte ich nicht hören. Jetzt wird es ein Wettlauf. Können wir die Synths befreien, bevor das Institut uns vernichtet? Willst also alle opfern? Du willst uns also alle opfern? Ganz mieser Plan. Der Plan ist es, so viele Synths wie möglich zu retten. Deshalb sind auch alle hier dabei. Ohne Ticon fehlt uns das Personal. Wenn du neben deiner Hauptmission etwas Zeit hast, könnten die anderen sicher deine Hilfe gebrauchen. 500 Kronkorken. Oh yeah. Düftel-Tom, komm. Alter, mach dich doch nicht so breit. Mann, du warst da tatsächlich drin? In der Höhle des Löwen? Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Sorgen wir dafür, dass du den Patrioten kontaktieren kannst. Ich habe hier eins von Tüftler Toms Meisterwerken. Lade es einfach auf ein Holoband, das du dann in ein Institutsterminal steckst und abspielst. Lade die verschlüsselte Nachricht an einem Institut hoch. Okay. Habt ihr einfach gerade Plätze getauscht? Okay, was machen wir als nächstes? Mal gucken. Unterschlupf Randall 5. Okay, okay. Wieso nicht? Bekommen die irgendwas gebacken ohne mich? Ich glaube nicht. Alles Deppen. Nein, ich bin auch so ein Depp. Ich muss wieder zurück. Von hier drin kann ich nämlich schnell reisen. Und wenn ich da im Gang bin, kann ich es nicht. Ah, Leute, ich denke gerade die ganze... Das ist das dritte Mal, ne? Das dritte Mal. Abend liegen. Dankeschön. Hey, Maybe kurz gewackelt. Strahlung ab. Verschwinden wir. Hast du mich gerade beleidigt? Warte noch mal. Ja. Ich glaube, sie hat ihr zugestimmt. Ach, jetzt das Viech auch noch. Komm, lass gut sein, ja? Okay, wir schleichen uns hier einfach weg. So, muss das jedes Mal stürmen, wenn ich irgendwo bin? Ist doch nicht normal, oder? Guck mal, hier sind so viele Orte, noch so viele unentdeckte Orte. Das ist geil, das ist richtig. Ich freue mich drauf. Auch wenn ich nichts sehe. Vielleicht werde ich ein paar Wetterlagen entfernen aus dem Spiel, dass wir nicht so oft irgendeinen Scheiß haben. Gott, habe ich hier viel? Randolph hier. Paket 2 ist unterwegs. Läufer wurde auf dem Rückweg unter Beschuss genommen. Ist kritisch, aber unser Doc sagt, er schafft es. Wir bräuchten dringend Vorräte. Holt uns Big D eventuell wieder rein? Ansonsten müssten noch ein paar Gegner für uns ausgeschaltet werden. Mr. Timms, Ende. Komm doch endlich mal klar, ganz ehrlich. Bin doch hier nicht ein Kindermädchen. So, wir gehen in die Bank. Waren wir hier jemals drin? Ich weiß es nicht. Du bist schon mal tot, aber du warst von Anfang an tot, weil ich dich nicht looten kann. Benötigt Terminal? Huh. Meister, ich bin der Meister meiner Künste. Übrigens sollte ich mein Handy mal auf Flugmodus stellen. Sorry, falls es irgendwie mal gepiept hat in der Folge. Wäre nicht so schön. Aber ihr sagt es ja schon, ne? Ihr werdet mir schon sagen, Zero, du bist scheiße. Ich habe wieder die ganze Zeit dieses Piepgeräusch gehört. Und so weiter und so fort. So, da war noch was.
So, müssten wir jetzt eigentlich easy locker knacken können, ne? Das wär's. Ja. Tür aufmachen. Hab ich sie gerade zugeschlossen? Nein. Was haben wir denn hier drin? Gott. Wir nehmen erstmal die Goldbahn, wo das Geld mit. Das kann ja dauern, das alles hier aufzuklacken. Ob mir vielleicht Kate helfen kann, das eine oder andere zu knacken? Ihr gefällt das doch bestimmt, wenn ich knacke, ne? Cool. Hatte sie nicht da auch eine Vorliebe dafür? Katie! Katie, Katie! Kate? Kate? Hallo? Auf dem Klo ist sie nicht. Hä? Ach, das ist jetzt sie. Hey. Brauchst du was? Komm mal her. Hier drüben. Kein Problem. Sieh mir zu, wie ich knacke. Sei stolz auf mich. Schnell, bevor sie weg ist. Nur mal kurz prüfen, ob sie es mag. Ich glaube, sie mochte das. Ja. Nee, sie mochte nur illegale Sachen. Na gut. Okay, Freunde, wir machen Folgendes. Ich werde alle Schlösser jetzt erstmal knacken. Weil das hier ist echt eine Tortur. Und dann sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Und alle Schlösser sind offen. Und dann gucken wir, was da drin ist. Ich werde sie nämlich noch nicht plündern. Ich werde sie nur aufmachen. Nur für euch. Das Geld fliegt. Ist auch nicht. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.